Willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD. Wir sind an dem Zeichen von Farore. Und Fei weist uns darauf hin, dass dieses Symbol sehr wahrscheinlich das ist, von dem der Einsiedler gesprochen hat. Ich schlage vor, dass du dieses Symbol gut einprägst. Ja, ist halt ein Kreis da in der Sichel. Das war mir auch direkt klar, als ich das Tor gesehen habe. Das erste Mal. Also kein großes Ding. Und da müssen wir hin. Können wir irgendwie... Nö. Schade, dass wir nicht von Statue zu Statue reisen können. Das finde ich ein bisschen shit. Aber na gut. Dann laufen wir halt. Tut Link, glaube ich, auch ziemlich gut. So wie der am Husten ist er nämlich nicht so gut in Form, der Junge. Und endlich ist das Vieh down. So. Ich bin auch gerade am Überlegen, gab es hier irgendwo eine Höhle, die wir noch aufsprengen konnten? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh, Moment. Ist das was Neues? Hallo. Was zum... Ja, die sind ziemlich assi zu fangen, kann das sein. Ist das möglich? Ja. Da ist schon wieder so ein Vieh. Okay, anscheinend muss man sich zwangsläufig dran schleichen, weil das Ding sonst so schnell weg ist. Schwärme dieser Insekten fallen alle 10 Jahre über das Land her und vernichten die komplette Vegetation. Toll. Na gut. War hier nicht ein Bernsteinhalbmond? Okay, anscheinend kann man sich den nicht immer hier abholen. So. Na gut, was soll's. Wir haben auch genug davon. Ist jetzt nicht so, als bräuchten wir unbedingt einen. Und schau mal, was da ist. Schaut mal, was hier ist. Aua. Nice! Eine blaue Vogelfeder haben wir erhalten. Und du Drecksau. Hau ab. Okay, ich hatte jetzt eigentlich auf einen Herz gehofft. Aber Moment mal, ist hier... Oder zählt das als Stuhl, der Baumstumpf? Weil es gibt immer mal wieder so einen Stuhl oder vielleicht auch hier der Baumstumpf, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall Orte, wo man sich hinsetzen kann, wo man dann Herzen regeneriert. Komplett for free. Sitzen. Nice. Ja. Einfach mal ausruhen ist halt auch oft der Schlüssel für einen gelungenen Tag. So. Ja, Fei, was ist? Gebieter, mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% befindet sich hinter diesem Tor eine Flamme. Die Kraft der Göttin, von der dir der Kyo-Einsiedler erzählt hat, ist wohl der Himmelsstrahl. Er vervollständigt das Siegel. Ich empfehle, den Himmelsstrahl zu sammeln und vor dem Tor das Muster zu zeichnen. Ah, okay. Alles klar.
Und das zählt anscheinend. Na gut. Ich hab da gerade gesehen, da war ein roter Rubin. Natürlich hätte ich den gerne. Und frage mich jetzt, wie man an das Ding rankommt. Ach komm, weißt du was? Schicken einfach unseren kleinen Gefährten hier. Und sacken uns das Ding ein. So sieht es nämlich aus. Wunderbar. Wie viel passt nochmal rein? 1400? Ah nein, gerade nur 1200. Ich hatte gerade irgendwie, keine Ahnung, Rechenfehler oder so. Dachte irgendwie 1100 extra, aber es macht gar keinen Sinn, 1100 extra. Weil wir mit jeder Geldbörse 300 bekommen. So. Was soll's? Auf geht's. Dass wir jetzt direkt ein Wasserdungeon bekommen. Ist krass. Der Floriasee. Sonst glaube ich, dass wir ein Wasserdungeon bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keinen Plan mehr hier von dem, von dem Abschnitt. Aber so sieht es anscheinend aus. Und wir können nicht entgegen der Strömung schwimmen. Na gut. Ist ja ganz nett hier, ne? Was ist das? Ich hoffe, einen Freund. Ja, danke. Was? Noch ein Mensch? Verschwinde, bevor er mich sieht. Nee, 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 nee. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Ich hab dich doch sowieso schon gesehen. Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sag sonst dem Wasserdrachen. Ist mir egal. Was sagst du halt dem hässlichen Wasserdrachen? Puh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaust du sicher nicht durch. Du siehst das anders? Ja, versuch doch mich zu fangen. Okay. Unmöglich! Ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe? Heißt das... Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du dem Wasserdrachen vielleicht helfen. Pff, ja, bring mich halt hin, ne? Es ist vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht fürs Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen, ich bringe dich zu ihm. Dann los. Ne? Dann los. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier irgendwie Schatztruhen gibt. Wäre sonst ein wenig assi. Oh, da ist eine Statue. Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Da versperren uns Felsen den Weg. Und was machen wir jetzt? Ja, ich habe schon so eine Idee. Nur keine Angst vor den Monstern drüben. Sie sind der perfekte Anlass, um eine Wasserschraube auszuführen. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte dich auch gar nicht anlabern. Aua, Bullshit. Muss ich jetzt hier die ganze Zeit aufs Maul kriegen? Ach, da geht's also weiter. Okay, toll. Bald sind wir da. Ja, nee, ich will aber noch nicht. Danke.
Ach, Moment mal. Ich krieg dadurch ja keinen Damage. Okay, wunderbar. Ah, bitte friss mich nicht. Was? Bist du etwa? Was ist ja ein... Nein, suchst du einen Wasserdrachen? Wasserdrache ist eigentlich gutmütig, aber wehe, wenn man ihn wütend macht. Verrat es niemanden sonst. Warum sollte ich? Also er spinnt einfach komplett in die Stacheln rein. Und es juckt ihn nicht. Okay. Okay, wunderbar. Ja gut, jetzt habe ich Damage genommen, aber ich glaube, das war nur wegen der Explosion, weil ich zu nah dran war. Aua. Ach komm, ey. Ich würde gerne noch das Steinchen in der Mitte kaputt hauen. Okay. Okay, okay, okay. Jawohl, schön. Ein silberner Rubin? Mega geil. Alles klar, es hat sich doch gelohnt. Oh, Moment. Hier unten können wir auch noch rein. Und uns 40 Rubine abholen. So, nur noch 85 Rubine Platz in der Tasche. Ich glaube, dann werde ich auch zeitnah Terry aufsuchen. Vor allem bevor wir da in den Dungeon gehen, weil ich denke, da wird es wieder ordentlich Rubine hageln. So, was ist das jetzt? Wie so ein Delfin oder wie? Was soll das? Was? Du kannst nicht weiter, ihr Menschen seid wirklich unpraktisch gebaut. Kommst du nicht oben drüber? Ich wollte es gerade probieren. Aber du wolltest mich ja nicht lassen. Ach komm. Mann. What the fuck? Ja, einfach nur so ein riesiger Schleim an der Decke hängt. Alles klar. Fantastisch. Nicht du. Schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachenschuppe gelungen. Maul. Okay, da gibt's auch nichts. Bin mich aber gerade am Fragen. Nee. Nee. Nee, wahrscheinlich. Oh. Wahrscheinlich gab's da im Anfangsbereich nichts. Sondern nur da, wo wir halt was aufsprengen konnten. Also, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen machen, denke ich, dass ich da irgendwas verpasst habe. Und kann hier guten Gewissens einfach weitermachen. Hallo? Bitte jetzt da nicht ins Wasser fallen. Ich hätte gerne Loot. Ja, gibt's aber nicht. Warum auch immer. Der fetteste Fettsackschleim. Er droppt einfach nichts. Weißt du? So. Erstmal speichern. Und ich denke, dann werde ich auch direkt ins Wolkenmeer zurückreisen. Ich würde eigentlich gern schauen, was da drin ist, aber wenn das jetzt irgendwie nochmal Rubine sind oder so, ich kann halt nicht alle davon nehmen, ne? Also, zurück ins Wolkenmeer. Üben wir uns ein bisschen in Geduld. Und schauen dann gleich einfach nach. Alles klar. Ich meine, der ist ja auch sehr nah hier dran, der Wolkenhort. So knapp. Kann
Ah, Moment, da ist er. Noch ein Versuch. Jawoll, schön, danke. Sick. Und hier zum Bazar, bitte. Nichts wie rein da. Yo, kannst du was upgraden? Schattenkristall. Oh. Streuung können wir hier drauf packen. Okay. Dafür bräuchten wir Bienenlarven. Ja, habe ich natürlich jetzt nicht off-cam geholt. Ich dummer Idiot. In die Bombentasche können wir upgraden. Okay, dafür benötigen wir noch Monsterklauen. Dafür benötigen wir auch noch Monsterklauen. Na gut, dann werden wir das jetzt mal upgraden. Jawohl! Aber vergiss nicht, das kann nicht rückgängig gemacht werden. Oh, kein Ding. So, bin fertig. Bitteschön. Du hast die Streuschleuder erhalten. Sag mir Bescheid, wenn ich noch ein anderes Item für dich verbessern soll. Ja, bitte. Was war hier dieses? Hm? Kann aber nicht rückgängig gemacht werden. Kein Ding. Hau rein. Gut, dann mache ich mal, ne? Jo. So, ich bin fertig. Hier, was für dich. Nice. Sag mir Bescheid, wenn es noch was gibt, ne? Okay, dann schauen wir mal nach. Was brauchen wir? Bienenlarven, Eidechsenschwanz. Okay, ist ja nicht wirklich viel, ne? Nur wir haben halt so absolut nichts davon. Ja gut. Dafür bräuchten wir einen Schattenkristall, kein Plan, wo ich den bekomme, aber dafür bräuchten wir noch Bienenlarven und die werde ich dann off-cam holen, denke ich. Ja. Was zum Teufel? Ah, ihr kommt gerade richtig. Ich hab den heiligen Schild. Interessiert euch also für einen heiligen Schild? Nun, dieser Schild wird seinem Namen wahrlich gerecht, repariert sich von selbst und widersteht sowohl Feuer- als auch Elektroangriffen. Okay. Nur, naja, dann geht's ja schnell kaputt. Aber das könnt ihr mit eurer Technik ganz bestimmt wieder wettmachen. 500 Rubine. Pff, ja, ich glaube... Hä? Ach so. Ja, okay, stimmt. Hi. Hi. Sag mal, bist du wegen mir gekommen? Na gut, benutze halt das Itemlager. Hier. Naja, vielen Dank. So. Jetzt gib aber her. 500 Rubine. Ja, ja. Er ist nicht sehr haltbar und zerbricht leicht. Er hat aber dafür... Flüche? Stand da gerade Flüche? Was zum Teufel? Ah, ihr seid wundervoll. Ich verstaue das Item in eurer Tasche. Einige Items müsst ihr erst ausrüsten. Yo, Daruko. Doruko, sorry. Was kostet denn das? Finsterhalbmond, Vogelfeder und Schmuckschädel. Hochheilig, okay. Machen wir. Sieht auch extrem geil aus. Warte mal kurz. Was soll das? Ja, sorry. Ich wollte nochmal schauen. Verstärkter Heiliger Schild. Abwehrkraft ist erhöht. Okay.
dachte, dass die Haltbarkeit auch erhöht wird. Ja gut, nehme ich trotzdem. Denke, dass auf der höchsten Stufe das Ding dann echt gut was aushalten kann. So, bitteschön. Mega sick, Alter. Sieht echt geil aus. Das mysteriöse Schild repariert sich selbst. Sag mir Bescheid, wenn ich noch was für dich verbessern soll. Ich weiß aber nicht, ob das so der Finalschild quasi ist. Und göttlich. Finsterhalbmonde, Monsterhorn. Ja, okay. Mal schauen, ob wir es zusammenkriegen, ne? Boah, der sieht schon geil aus. Der sieht schon geil aus. Ist immer noch zu, ne? Ja. Na gut. Hast du eine Rezeptur? Das hier ist der Lufttrank. Okay. Nö, nehme ich aber nicht. Ach, du hast dir anders überlegt. Ja, okay. Manche meiner Tränke mögen ja ein wenig seltsam riechen. Aber ihre gute Wirkung ist unbestritten. Was ist das nochmal hier? Ja, okay. Dann, was war das andere? Das ist? Rüstungstrank. Nee, nehme ich aber nicht. Ich hätte gerne. Den roten, denke ich. Ja, komm. Gib her. Du hast einen Herztrank bekommen. Nice. Hä? Hast du eine Quest für uns oder was? Hast du doch gerade schon gesagt, dass du den Lufttrank hast. Hey, willkommen. Willst du einen Trank verfeinert haben? Ja, zeig mal, was das kosten wird. Alle deine Herzen auffüllt. Ja gut, brauche ich jetzt nicht, ne? Lassen wir sein. Jetzt nicht hier dumme Rubine einfach rauswerfen. Auch wenn es nur 20 sind. Dafür müssen wir dann trotzdem nochmal ja, Insekten halt aufwenden, ne? Also, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Und zwar geht's hier runter. Hier können wir mal schauen, was es jetzt so gibt. Hier gibt es erstmal so eine komische Artefakttruhe. Und aber noch eine normale Truhe mit einem silbernen Rubin. Frage ich mich, was da drin ist. Vielleicht ein goldener? Wahrscheinlich, ne? Okay. Können wir hier irgendwie runtertauchen? Nein. Okay. Gibt es hier was Besonderes? Oh, hier gibt es eine Stelle zum Graben. Mit 15 Rubinen immerhin, ja. Scheißdreck. RIP. Na gut. Ich würde sagen, ich schaue jetzt nochmal, wo die Truhen sind. Ist hier eine Truhe? Da drüben. Da drüben die Truhe, die können wir einsammeln. Und würde ich nämlich gerne nochmal zu Terry. Wäre natürlich sick, wenn da jetzt nochmal 300 Rubine drin wären.
Ich würde gerne mit 800 Rubinen zu Terry. Damit ich mir wenigstens da dieses Medaillon kaufen kann. Ein silberner Rubin. Wenn es nichts anderes gibt. Aber nö. Anscheinend ist nur ein silberner Rubin drin. Und natürlich müssen die Truhen da drüben sein. Ne? Ja, klar. Ja, klar. Natürlich. Warum sind die so unglaublich schnell? What the fuck? So, was gibt's hier? Was müssen wir hier erledigen? Au. Hier gibt's erstmal wieder ein Minigame. Was wir aber nicht schaffen werden, denke ich. Nö. Und wir sind echt gut gelandet. Nice. Ein Herzteil! Wir haben 4 Herzteile und haben einen Herzcontainer bekommen. Oh. Und tatsächlich können die Dinger auch hier oben spawnen und wir haben eine Klaue bekommen. Zeichnest du 3 Dreiecke an eine der mysteriösen Wände, werden dir vielleicht Feen erscheinen. Okay, also geht das doch. Interessant, cool. Danke, Bro. Ja, okay, stimmt. Die anderen Truhen sind da drüben. Komm. Wir haben Zeit. Ich gehe jetzt nochmal nachschauen, ob wir da dem Typen helfen können. Weil irgendwann muss der sich doch mal helfen lassen, oder nicht? Sonst werde ich echt erst nach der Prüfung von Eldin nochmal zu ihm gehen. Und ja, er lässt sich endlich helfen. So, Bro. Was soll ich nur tun? Es ist... Ups. Ja, ich habe schon wieder diese Dinger nicht da dran. I know. Aber... Ich find's geiler, ohne zu zocken. Es ist zum Verzweifeln. Was ist los, Bro? Meine Roulette-Scheibe hat sich von meinem Rücken gelöst und ist nach unten gefallen. Ohne ihre Hilfe kann ich diese Insel zu keinem vergnüglichen Ort machen. Unmöglich! Soll es jetzt weitergehen? Wenn sie wirklich auf das Erdland gestürzt ist, dann war's das wohl. Such doch danach. Wie bitteschön soll ich etwas wiederfinden, das durch die dichte Wolkendecke gefallen ist? Das ist doch Mumpitz, totaler Wahnwitz, absoluter Quatsch. Ja, entspann dich mal mit diesen Wörtern, du. Ich kann das Objekt, das diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aurasuche festlegen. Falls sich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befindest, müsste ich dieses Objekt aus der Aurasuche entfernen. Ja, bitte. Nimm es auf. Wir haben 4 Plätze. Wie zum Teufel hat man da keinen Platz mehr? Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Objekt von hier aus in die Wüste Ranel gefallen ist, liegt meiner Berechnung nach bei 90%. Ja, meiner Berechnung nach, liegt es bei 99 bis 100%, weil ich das noch so im Kopf habe.
Es wäre ein kleines Wunder, wenn mir jemand meine geliebte Roulette-Scheibe wiederbrächte, aber diesen Gedanken sollte ich mir wohl besser aus dem Kopf schlagen. Nee, nee. Wir werden das Ding jetzt holen. Weil auf diesen Augenblick habe ich schon so ungefähr das ganze Let's Play gewartet. Also, los geht's. Nur ich hoffe, dass ich eine günstige Statue auswähle. Lagerhalle, Wüste Ranell. Ja, Wüste Ranell. Ziemlich mittig. Und wie gesagt, ich kann mich auch daran erinnern, dass es da ungefähr in der Gegend war, das Dingen. Also suchen wir hier danach. Und da drüben ist es anscheinend. Da hinten? Können wir da überhaupt hoch? Diese Kackviecher schon wieder. Hau ab. Komm, Link, halt dich doch fest. Halt dich doch bitte fest, Link. Wie kommen wir denn da hin? Also es ist da auf jeden Fall drinne, ja? Okay. Ich schau mal mit dem Käfer, was hier los ist. Müssen wir dann über die Mauer klettern? Können wir überhaupt über die Mauer klettern? Oder können wir das erst später machen? Mit einem bestimmten Item. Oh, da oben ist aber die Roulette-Scheibe. Also hatte ich recht. Das Dingen ist hier. Nur ich weiß nicht, wie ich da oben hinkommen soll. Wie soll ich dahin? Kann von hier aus nicht hoch. Nein, geht nicht. Aber da muss man doch irgendwie hochkommen. Ich schnall's nicht. Fei, hast du einen Plan? Hast mich gerufen?
Mach dich halt einmal nützlich, weißt du? Ja, so ein Bullshit. Wie zum Teufel kommt man da hoch? Ich weiß es halt nicht. Oh Mann, kann ich das nicht einfach wissen? Wird mir viel besser gefallen, wenn ich das einfach wissen würde, wie man da hochkommt. Jo, kannst du mir vielleicht helfen? Hallo? Kannst du mir helfen? Okay, der hat keinen Bock. Vielleicht können wir das Dingen da ranfahren lassen. Apropos, geht das hier vielleicht sogar? Hallo? Hallo? Was zum... Warum wollen die denn hier nicht hin? Oh Moment, ja, okay, hier kann man... mit einem Item hoch... Und da drüben auch mit Item, oder wie? Da muss es doch auch irgendwie anders hingehen. Oder nicht? Zum Teufel. Och Mann, ey, das kann's doch nicht sein. Moment mal. Das ist ein Stein der Zeit vielleicht, der mir weiterhelfen kann. Okay. Hier gibt's auf jeden Fall so einen Stein. Tatsächlich! Oh mein Gott! Okay, wunderbar, wunderbar. Und Fei hat mal wieder nicht geholfen. Es war ja mal wieder scheißegal, was wir... zu tun haben. Eine blaue Vogelfeder. Okay, okay, okay. Dann muss ich wenigstens nicht warten, bis irgend so ein beschissener Vogel da rumhockt. Ist in Ordnung. Du hast das Objekt gefunden. Ja, Roboter, jetzt rufen bitte. Wer hat den Roboter rufen? Dieses Mal bin ich aber nicht dran gekommen, ich schwöre. So. Und da ist er auch schon. Verehrte Fei, ihr habt mich gerufen. Oh, dieser Ort, es ist ein herrliches Gefühl, wieder hier zu sein. Das hier soll ich abtransportieren. Schon gut, immer mit der Ruhe, grüner Wicht. Mach hin. Drecksroboter. Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Ach, piss dich. Niemand hat Bock auf dich.
Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und das Objekt zum Besitzer der Roulette-Insel bringst. Ja, toll. Wäre ganz geil, wenn du mich da noch irgendwie von hier aus hinporten könntest. Aber na schön. Dann renne ich halt zurück zur Statue. So. Auf geht's. Ach, Moment mal, hinter uns, ne? Ja. Da drüben. Gleich sind wir endlich da und haben die Quest abgeschlossen. Yeet! Ja, schönes Ding. Yo, ich hab deine Scheibe wieder. Ich habe diese formschöne kreisrunde Stück hierher gebracht. Klatsch. Falls du sonst noch etwas brauchst, lass es mich wissen. Psst. Ist das etwa? Kann es sein? Tatsächlich. Ich trau meinen Augen kaum. Ja. Roulette-Scheibe. Vielen Dank. Nun kann ich endlich meine Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Du darfst mein erster Kunde sein, als kleines Dankeschön. Du hast 5 Juwelen der Güte erhalten. Ein Juwel der Güte beinhaltet bla 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 bla. Alles klar. Okay. Dann lass eine Runde zocken. Mein junger Herr, mir fehlen die Worte. Danke, dass du meine Roulette-Scheibe gefunden hast. Nun kann ich endlich wieder meine geliebte Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Normalerweise verlange ich pro Spiel 20 Rubine, aber die erste Runde geht aufs Haus. Bitte erlaube mir, dir die Regeln erklären zu dürfen. Die Kanone schießt sich hoch. Das Ziel ist, auf dem rotierenden Feld zu landen. Je nach Farbe, die das Zielfeld hat, kannst du Rubine eines bestimmten Werts gewinnen. Landest du auf dem grauen Feld, musst du mir Rubine zahlen. Sei nicht allzu gierig. Ein wenig Glück gehört bei diesem Spiel nämlich auch mit dazu. Also nicht böse sein, wenn du auf einem grauen Feld landest. Während du dich durch die Luft gleitest, wirst du auf Bonusringe sowie Dodo-Ballons stoßen. Manövriere dich geschickt durch die Bonusringe und erhöhe dadurch deinen Rubin-Multiplikator. Je mehr Ringe du durchfliegst, desto langsamer wird sich auch das Roulette drehen. Somit sollte es dir auch nicht allzu schwer fallen, eine bestimmte Farbe anzufliegen. Aber pass bloß auf, dass du keinen Dodo-Ballon triffst, sonst wird dein Multiplikator zurückgesetzt. Ach, und Paraschall kannst du bei diesem Spiel nicht verwenden, also bereite dich schon mal auf eine harte Landung vor. Genug der Erklärung. Ja, los geht's. Nein, will ich nicht. Ja, dann los. Also keinen Dodo-Ballon treffen. Nur durch die Ringe fliegen. Gut, los geht's. Oh mein Gott. Dabei ist es gar nicht so schwierig einfach, ne? So, diesen hässlichen Dodo-Dingern ausweichen. Und? Roter Rubin? Mal 8?
Ey, du bist tatsächlich auf einem guten Feld gelandet. Naja, das Feld ist 20 Rubine wert. Du hast einen Multiplikator von 8 erwischt. Das heißt, du hast 160 Rubine gewonnen. Passierst du alle 5 Bonusringe, vermeidest du die Dodo-Balance und landest auf dem 50-Rubine-Feld, dann bekommst du von mir einen total tollen Sonderpreis. Okay. Das könnte natürlich auch extrem scheiße werden. Weil ich weiß nicht, wie viele Rubine man zahlen muss, ne? Wenn es nur 5 sind, dann wären das wie viele? Wie hoch geht der Multiplikator? Oh shit. Bis 10, glaube ich. Okay, 8. Scheiße. Oh! Und der Multiplikator wird tatsächlich zurückgesetzt, wenn wir auf dem grauen Feld landen. 10 Rubine. Okay. Das wären einfach 1000 Rubine, wenn wir da drauf landen würden. Wäre aber auch... Obwohl, ich glaube, das ist ein Herzteil, was wir kriegen. Also, ja... Ja, Moment mal, nicht 1000. Das wäre für 100 Rubine. Ich war ja von 10 Rubinen ausgegangen, also 100 Rubine müsste man zahlen. Was ich fair fände. Und für ein Herzteil 100 Rubine. Ist okay, ne? Oh, shit. Mann. Da muss ich echt weit gegensteuern, ne? Oder mit dem Schub nach unten arbeiten. Okay, rein da. Kann man den Countdown irgendwie... Nein. Na dann. Los geht's. Boah, diese hässlichen Dodo-Balance, ne? So. 6. 8. Und 10. Nein, wie knapp! Das gilt nicht, ne? Scheiße! Ach komm. Ja, komm, zocken. Mach hinne. Ja, mit seiner Tröte, Alter. Das ist so geil. Okay. Ein Ring. Zwei Ringe. Drei. Vier. Und 5. Jawohl, da haben wir's. Genau in der Mitte. Spektakulös, fabulär. Du bist auf einem Feld im Wert von 50 Rubinen gelandet. Dein Multiplikator liegt bei 10 und das bedeutet, du hast 500 Rubine gewonnen. Du hast tatsächlich alle Ringe passiert und bist auf dem 50-Rubine-Feld gelandet. Dafür bekommst du von mir einen Sonderpreis.
Und es ist ein Herzteil. Also, du bekommst 500 Rubine. Noch obendrauf? Du möchtest es nochmal versuchen? Nö, erstmal nicht. Oh, das kam unerwartet. Nervös geworden, was? Bist wohl irgendwie Millionär oder so? Das ist echt ein Verlustgeschäft, was du hier hast. Naja, was soll's. Wir haben eine richtig pralle Tasche. Und können damit jetzt zu Terry. Los geht's! Ach ja, stimmt. Ich musste gerade erstmal überlegen, Moment mal, was war denn nochmal die Quest, die wir als nächstes hätten? Und ja, das wäre im Wald von Firon. Der Wasserdrache. Ach, da drüben. Alles klar. Bisschen Overkill, aber naja. Dann trifft man den Scheiß wenigstens. Echt ein sehr nices Upgrade. Vor allem, weil das die Zwille einfach mega gut macht. Oh, mit dieser Zusatztasche können sie was mehr tragen. 600 Rubine. Also, 600 Rubine. Wollen sie kaufen? Ja. Du hast deine Abenteurertasche vergrößert. Thank you. Dankeschön, das gibt mir die Kraft, noch fester an die Pedale zu treten. Ja gut. Ich wollte ja eigentlich noch nachschauen, was in den Truhen ist. Aber boah, Alter, ne? Sorry dafür. Ich kann mich leider nicht immer rechtzeitig muten. Falls ich irgendwie niesen oder husten muss. Was auch immer. Aber ich denke, ich werde damit den nächsten Part einfach beginnen. So. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg in den Wald von Firon machen. Moment mal, ich sehe gerade, wir haben sowieso nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, ich werde jetzt doch nachschauen, was dort in den Truhen drin ist. Ich werde dann den Part beenden. Also, für alle, die da keinen Bock drauf haben, jetzt sich das noch anzuschauen, da ist eben nichts mehr wirklich Relevantes ist. Die verabschiede ich jetzt schon mal. Bis zum nächsten Mal. Und für alle anderen, bleibt gerne dran. Ich denke, es wird trotzdem spannend. Es ist immer interessant zu sehen, was die Kisten so zu bieten haben. Ja, okay. Direkt auf diese Insel müssen wir zusteuern. Und hier ein besonderes Gimmick. Wenn ja, juckt mich das nicht. Ich klatsche einfach auf den Boden und gönn mir die Truhe.
Du hast eine Rubinmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Rubine stoßen. Nimm sie mit, um schnell zu Reichtum zu kommen. Okay, das dachte ich mir zwar schon, dass es die gibt, aber die hätte ich vielleicht etwas früher erwartet. Immerhin, nun ja. Oh, du hast einen Schattenkristall erhalten. Dieser äußerst seltene Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Nice. Damit können wir jetzt das Netz upgraden. Und ja, ich hätte den, die Medaille früher erwartet. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt die Insel haben. Ne? Wir haben jetzt einfach diese Roulette-Insel, auf der wir einfach Rubine farmen können. Moment mal, das ist nicht die Truhe? Ist die unten oder was? Hier an der Seite, ups. Ja, okay. Ist anscheinend hier unten. Na gut. Und wir kriegen einen goldenen Rubin, mit dem wir instant wieder zu Terry gehen können. Na gut. Dann verabschiede ich mich jetzt erstmal hier. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Terry. Und dann gehen wir in den Wasserdungeon. Ich habe schon mega Bock. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.